ich bin Ascua von Spaniens Genusswelten und heute geht es um eine etwas schnellere Brotzeit. Wir nennen das in Spanien Frío Hambre. Frío Hambre steht für kalt und Hunger, kalter Hunger, ja, nicht kalter Hund, kalter Hunger. Es ist etwas, was man schnell herrichtet. Ich werde hier verschiedene Fischkonserven vorstellen. Spargel, Aioli mit ein bisschen Tomaten, Brot gibt es da noch dazu. Seid gespannt. Zu diesen Köstlichkeiten habe ich auch noch eine Weinempfehlung. Ich schneide jetzt mal die Tomate auf. So, die Tomate haben wir jetzt mal. Darauf richte ich jetzt diese drei Konserven an. Ganz besonders sind die in Bio-Olivenöl. Das gibt dem Fisch nochmal eine besondere Textur. Wir haben hier einerseits Pulpo, Bonito. Bonito ist weißer Gelbflossen-Thunfisch. Und Sardinen, die heißen aber jetzt speziell Sardinillas. Das sind nochmal ganz kleine. Ich mag die in diesem Bio-Olivenöl. Warum? Sonnenblumenöl ist am neutralsten. Da kommt der Fischgeschmack mehr im Vordergrund. Das Bio-Olivenöl ist auch nochmal dieses leicht herbe und auch vollmundigere. Und ich finde, das macht den Fisch echt besonders. Wir machen jetzt mal die Dosen auf. Ich arbeite sehr gerne mit Cabo de Peñas zusammen als Produzent. Die sind ortsansässig in Galicien und die betreiben einen Familienbetrieb. Die machen den Fischfang so, wie ich mir den ethisch-moralisch gut vorstelle. Also die haben nicht diese großen Fangnetze. Die Dosen werden per Hand gefüllt, das ist nicht maschinell. Und es ist eine sehr, sehr gute Qualität. Es gibt noch viel größere und natürlich auch kleinere Betriebe. Aber ich finde, man muss halt ein bisschen das Maß wissen, wann und wo kauft man die Fischkonserve auch ein. Ich finde, wenn man nicht weiß, woher der Fisch kommt, dann ist das mir zu anonym. Ich weiß, dass dieser Fisch kommt halt eben aus den Küsten von Spanien. Ähnlich auch die Muscheln. Die haben eine geeignete Größe. Und es ist jetzt nicht etwas, was in Asien gefangen wird und was in Spanien dann in die Dose kommt. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Also Fisch ist etwas so Wichtiges bei mir im Geschäft geworden. Wir haben mittlerweile über 70 verschiedene Sorten. Im Bio-Olivenöl habe ich 7, ich habe aber die gleiche Menge habe ich noch in Sonnenblumenöl und aber auch in der Marinade en Escabeche. Das ist eine ganz typische Marinade in Spanien, die sauer ist mit Nelke, vergleichbar mit einem Fisch, was man hier auch beizt. Also Escabeche heißt nichts anderes als eine saure Marinade mit ein bisschen Pfiff. Deswegen auch hier die Mejillones. Ja, Mejillones en Escabeche. En Escabeche ist tatsächlich hier vielleicht eher unbekannt, aber schaut man nach Belgien, dann weiß man heute, dass vor 500 Jahren spanische Seefahrer dort auch diese Marinadenform des Haltbarmachens des Fisches dort sehr präsent ist. Es gibt ganz viele Rezepte mit Al Escabeche in Belgien.
Und so ist es auch in Teilen Frankreichs, da diese Form des Beizens oder des Haltbarmachens in dieser sauren Form. Nur hier in Deutschland ist es noch nicht so ganz bekannt, denke ich. Ja? Deswegen viele Spanier lieben das und der Deutsche weiß nicht, kenne ich nicht. Aber es trauen sich schon viele und ich hoffe mir auch mit dem, wie ich es erkläre, dass sich jetzt künftig noch mehr dazu trauen. Ich richte sie hier an, also einmal auf einer Platte mit Tomaten. Dann kommen jetzt die Mejillones, so heißen die Miesmuscheln in Escabeche, hier in die Schüssel. Aber zu was könnt ihr zu Hause das auch wunderbar hernehmen? Macht eine einfache Tomatensauce zu Nudeln, zu Reis und macht nur das Topping mit einer dieser schönen Fischkonserven. Das ist toll. Immer nur ein Parmesan oder einen anderen geriebenen Käse, lasst es weg. Und nehmt eine Fischkonserve von der Form, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und dann vielleicht noch ein bisschen gehackte Petersilie und Träumchen. Also bei einer guten Größe eines Mejillones merkt man eben auch eine gute Qualität. Mejillon in der Form einer Miesmuschel, die Teelöffel groß ist, ist wirklich sehr, sehr fein im Geschmack. Also eine Miesmuschel, die schlecht geputzt ist, hat hier noch so Bärte. Und die hat die halt eben nicht. Also ein besonderer Augenmerk auch in der Qualität, wie eine Muschel gereinigt worden ist. Kommen wir zu dem Thema Spargel. Spargel in Spanien. Im Vergleich zu Deutschland, Spargel werden tatsächlich in Spanien fast ausschließlich für die Konserven hergenommen. In Deutschland ist es eher anders. Man schätzt die frische Spargelzeit, frischen Spargel mit Pellkartoffeln, Hollandaise. In Spanien ist es eher so, man baut die dicken Spargelstangen an, um die dann in die Dose zu bringen. In Spanien ist es auch so, diese bleistiftdünnen Spargel, die werden gar nicht so geschätzt. Die verschwinden oder die werden dann doch irgendwie zubereitet. Aber wenn ein Spanier Spargel isst, dann sind es die aus Navarra, weil die dort auch Bekanntheitsgrad haben, dass sie besonders guten Spargel haben und auch dicke Stangen. Man sieht das auch. Diese Bezeichnung 6 bis 8 heißt, dass in dieser Dose zwischen 6 und 8 Stangen drinnen sind. Schauen wir mal, ob das so stimmt. Es sind doch nur 4. Also keine Überraschung, es sind genau 8 Stück drinnen und nicht 9. 9 wäre schon wieder ein Makel, weil es steht ja auf der Dose drauf 6 bis 8. 9 wäre schon, man würde den Kunden eigentlich damit veräppeln. Also guckt auch immer dran auf die jeweilige Größenbezeichnung. 14 bis 16 wäre beispielsweise bei den Muscheln, dass in dieser kleinen Dose 14 bis 16 Stück drinnen sind. Je kleiner die Zahl, desto größer ist dann tatsächlich die Einheit. Ich habe mir hier gedacht, ich nehme zu dem Spargel ein bisschen Aioli. Aioli ist eine Mayonnaise mit Knoblauch. Die habe ich hier schon fertig. Ich mache hier noch ein Ei, ein gekochtes Ei. Machen wir noch drüber. Das ist etwas, was, glaube ich, in Spanien, in jedem Haushalt möglich ist. Dann ist es nie ein Problem, dass jemand zu Gast kommt, ob es jetzt der Nachbar ist, der Freund oder jemand einfach nur spontan aufkreuzt. Das hat doch nichts mit einer Konserve mehr zu tun. Das ist wirklich Ästhetik pur, Texturen pur, eine Gourmet-Brotzeit. Seid gespannt. Zu diesen Köstlichkeiten habe ich auch noch eine Weinempfehlung.
hier einen Luna Iriat, so heißt der Wein. Das ist ein Wein aus Valladolid. Das ist Castilla-León in der Nähe von Madrid. Madrid und Segovia. Die Rebsorte Grenache Gris ist nicht so sehr bekannt, also graue Garnacha. Und noch dazu auf der Feinhefe ausgebaut. Sobrelias, das ist Feinhefe ausgebaut. Ich finde ihn fantastisch zu diesen Fischkomponenten, kommt auch mit Knoblauch ganz gut klar. Und eben auch zu dieser Marinade Escabeche. Probiert es einfach mal aus, der ist wirklich ganz, ganz toll. Ich habe hier noch ein kleines Finishing vergessen, ein bisschen Olivenöl auch über die Spargel zu träufeln. Ja, wir lassen uns das Ganze jetzt schmecken. Wenn euch die Rezepte, Videos gefallen, abonniert gerne den Kanal, lasst uns einen Daumen da, kommentiert fleißig. Ja, lasst uns auch an eurem Leben teilhaben. Wir freuen uns. Chin chin. Chin chin. So, jetzt habe ich noch ordentlich Hunger. Das hat heute nicht so lange gedauert. Zum Glück.